Freie Fahrt trotz roter Ampel fordert ein Wiener Verkehrsforscher für Fahrradfahrer. In unseren Nachbarländern gibt es schon erfolgreiche Pilotprojekte, hierzulande allerdings noch sehr viele Vorbehalte. Guten Abend und herzlich willkommen zu den Sat.1-Nachrichten, heute mit diesen Themen. Fremdenhass. 800.000 Flüchtlinge allein in diesem Jahr, das sieht die deutsche Wirtschaft als Riesenchance. Sie braucht dringend Nachwuchs und fordert die schnelle Integration. Die Flüchtlinge sind nämlich häufig gut ausgebildet. Andere sehen sie als Gefahr. Pöbeleien, Übergriffe und Brandanschläge gegen Asylbewerber seien aber ein gesamtdeutsches Phänomen, betonen jetzt die Ministerpräsidenten im Osten Deutschlands. Matthias Heinrich. Alte Elektronik gehört in den Sondermüll. Weiß eigentlich jeder, aber nur jeder Dritte in Europa hält sich daran, zeigt jetzt eine Studie. Dabei ist Elektroschrott gar kein Schrott, sondern ein wertvoller Rohstoff. Vielleicht helfen ja die neuen Regeln, die in Deutschland ab Herbst gelten. Paul Willmann berichtet. Die Ampel ist rot, aber kein Auto weit und breit. Viele Radfahrer fahren dann trotzdem. Gilt als gefährlich, ist aber genau richtig, sagt ein Wiener Verkehrsforscher. Bei unseren Nachbarn gibt es bereits erfolgreiche Pilotversuche. Im Land der strengen Regeln und Autofahrer stoßen solche Vorschläge aber auf wenig Gegenliebe, wie Marie Pschibilla zeigt. Berlins Ballermann ist das RAW-Gelände im Ostteil der Stadt. Dort feiern vor allem ausländische Besucher auf der Suche nach der Berliner Partykultur. Sie sind beliebte Opfer für Taschendiebe und Drogenhändler. Manchmal kommt es auch zu Gewalt. Bekannteste Opfer sind die Sängerin Jennifer Rostock und ihr Freund. Sat.1-Reporterin Angela Knebler hat sich in Friedrichshain umgesehen. Was für ein schöner Sommertag war das heute. Ich hoffe, Sie haben ihn ausführlich genossen. Möglicherweise, so wie viele andere, an und im Wasser. Es könnte ja das letzte Mal in diesem Jahr gewesen sein. Pünktlich zum meteorologischen Herbstanfang am Dienstag wird es nämlich kühler. Peter Hanches. Kai Zorn zieht jetzt eine kleine Bilanz des Sommers 2015 und blickt auf dessen angemessen heißes Ende morgen. Anschließend geht es hier weiter mit Navy CIS. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis bald. Tschüss.